durch. Wenn du zu blöd bist, in den Magma reinzulaufen. Hallo, hallo. Aber du bist doch ins Bett gekommen, wieso kommst du nicht raus? Weil nur hier quasi, nur hier oben Barrieren sind, aber hier... Mit Sneaken kamst du auch nicht raus? Ich dachte, mit Sneaken kämst du raus. Nein. Naja. Sag mal, da... Ach, ich glaube... Ja, wegen dem Bild. Genau, damit keiner das Bild klaut. Falsch. Stimmt. Oh, ich flipp aus. Er hat den falsch. Ich meine, er hat seinen Job, aber... Aber? Er hat den falschen Trade. Wie? Na, er hat Pfeile und keine Stick. Ja, er ist kein Bogenmacher, ist Pfeilemacher, ne? Ja, oder Pfeilemacher... Ist, also es ist der richtige Villager, aber er hat den falschen Trade. Ja. Die können halt entweder Sticks gegen Emeralds oder Emeralds gegen Pfeile. Oder Emeralds und Keys gegen Feuerstein. Ja, okay, den hat. Ah, wir haben den Pfeile gemacht. Oh, meine Nase. Hm. Oh, das ist voll schade. Ich dachte nämlich gerade, es gibt einen, der Leder traden kann, weißt du? Okay. Aber gibt es nicht. Es gibt nur einen, der will Leder haben. Nee, aktuell bin ich nicht in RP unterwegs. Ich bin Ende Dezember, bin ich rausgegangen. Ja, aber Leder kriegst du doch mit den Kühen ganz einfach. Ja, ja. Und Kühe sind, kann ich dir zeigen, komm mit. Also als ich sie nicht brauchte, ich kann dir zeigen, wo sie da waren, wo ich sie nicht brauchte. Jetzt will ich sie ja zeigen. Jetzt sind da keine mehr. Würde mich jedenfalls nicht wundern. Ach, dein Haus ist direkt hier? Wow. Mhm. Ich dachte, du wärst weiter weggegangen. Mir das überall Schnee. Ah. Das ist so kleine Kuh. Bäum, ist eine Kuh Bäum, gestorben. Bäum. So. Ah, die. So, ich komme dann gleich irgendwann. Was ist los? Hunger. Warte. Ja. Ich stehe doch. Dip. Ja, oh Gott. Ja. Wer ist er denn hier? Hey, wer ist wer? Das wird mal ein Gang. Das ist die Kohleabteilung, was ich dir erzählt hatte. Ah. Oh nein. Nein. Was machst du denn? Guckst du jetzt die Höhle an oder was? Ach, da bist du. Nein, ich ja, bin versucht. Vorsicht mit dem Schnee. Ja. Also nachdem ich dann da drüben eingesunken war, habe ich mich hier vorne wieder freigebuddelt. Oh nein. Da. So, hier müssen eigentlich, also wie gesagt, ne? Hier müssen irgendwo Türen rumstehen. Du hast sogar ein Bienennest.
gehabt und man braucht sie auch. Ich kann dir auch einfach 2 Kühe geben. Ja, müssen wir die nur heil zu uns. Weil jetzt sind natürlich wieder keine da. Hm? Typisch. Warum wundert mich das nicht? Da, ich sehe sie. Hallo? Ich habe keinen Weizen mit. Gar nichts. Na, wenn ich weiß, wo die sind, dann ist ja gut. Ja. Yeah. Aua. Hier bin ich. Hier bin ich. Hier. Ich hab die andere Seite. Andere Seite. Hier. Oh nein. Das wird... Kühe. Da vorne. Soll ich schnell Weizen holen? Hallo. Joa, wenn... Dann vertreib's dir nicht, ich geh schnell Weizen holen. Nee, ich vertreib... Ich hoffe, ich finde wieder her. So, da ist Schnee. Allerbeste Freunde, was hast du gemacht? Hä? Pferd und ich best. Ach, Pferd. Ohne Sattel nur doof. Habt ihr schon Karotten oder so? Nee. Ich glaube, für die Schweine brauche ich nämlich Karotten, ne? Ich glaube, das war so. Hühner, Weizen, Körner. Kühe, Weizen. Weizen, Schafe, ja, doch, Schafe auch doch. Weizen. Und Schweine waren, glaube ich, Karotten. Hast du gesehen, dass hier ein Dorf ist? Was war es? Hier ein Dorf. Ich habe ein Dorf? Hey, das ist mein Land. Finger weg. Deutet das als Nein? Warte, ich hole erstmal Weizen. Mhm. Aber ja, du hast ein Dorf. Ich war noch nicht so weit. Gleich erstmal anpflanzen. Und natürlich wird es dunkel. Wunderbar. Oh. Ja, ja. Auf dem Weg. Ein. Warum braucht man einen Schleimball für eine Leine? Was hat er denn für eins? Um die Fäden miteinander zu verkleben? Ahnung. Sind ein bunten. Nicht. Entweder ziehst du das Mikro weiter zu dir ran oder du musst die Empfindlichkeit vom Mikro erhöhen. Dann muss ich das in Discord. Das kann sein, dass es bei Discord ist, weil du bist ziemlich abgehackt heute. Komisch. Vielleicht Empfindlichkeit oder so? Keine Ahnung. Ich habe jetzt die Empfindlichkeit mal ein bisschen runtergemacht. Ich seh dich. Hier ist Weizen. Ja. Dann guck. Ich zeig dir mal das Dorf. Dann können wir da auch direkt schlafen. Ja, stimmt. Schauen wir den Villager mal kurz. Vielleicht haben die sogar Karotten auf dem Feld. Oh, das wäre super.
Man muss manchmal, au, nur drüber reden, ne? Au. Au. Ja. Yeah. Ich will nichts sagen, hier sind Kühe. Da ist keiner drin. Aber da sind Bücherregale. Die brauchst du doch, ne? Hilfe. Mama. Was hast du denn? Creeper. Wollen wir erstmal schlafen? Warte. So. Ja, Ben, hast du ein Bett gefunden? Ich hab ein Bett gefunden. Ja, irgendwie, was macht da draußen? Hey, geh weg, hier schlafe ich. Ja. Geh weg. Nö, jetzt lieg ich hier. Weggegangen, Platz vergangen. Ja, wer geht denn um die Uhrzeit auch noch raus? Ich kann nicht spinnen. Nein, hau ab, Creeper. Piss dich. Weg. Geht, oder soll ich dir helfen? Weg. Ja, nö, geht. Hast du ein Bett, bitte? Nein, warum nicht? Als ob das das einzige Bett ist in diesem ganzen Dorf. Hä? Echt jetzt? Hier noch ein Haus, bitte. 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 Ich hab bitte gesagt. Ist kein Haus mehr. Nein, es ist das einzige Bett, ja. Das geht ja gar nicht. Mini-Zombie. Nee. Doch. Im Tier war nix. Och nö. Wollen wir schlafen gehen? Ja, ich würde ja gerne, wenn du ein Bett finden würdest. Ey, das ist mein Bett. Nein, es ist nicht. Hast du ein Bett gefunden? Nein. Oh, du bist tot. Ja. Ist hier ein Skelett? Mit Pfeil und Bogen. Ah! Geh weg, geh weg, geh weg. Ja, ich geh dann mal schlafen, ne? Viel aus großer Höhe? Hä? Ja. Bist du gestürzt? Ja. Nein, du bist nicht mal gekillt worden. Nein. Nee. Ich bin von einem Dings weggerannt. Ich sehe hier, da ist so ein Golem. Steingolem. Eisengolem. Eisengolem. Ja. Mhm. Soll ich dir die Bücherregale mitnehmen? Wenn du die nicht brauchst. So weit bin ich noch nicht. Wieso habe ich keine Axt? Gibt es irgendwo eine Werkbank? Hier gibt es doch bestimmt irgendwo eine Werkbank. Ich habe keine gesehen. Ich habe keine. Aua. Das Problem ist, ich habe einen Block weiter. Also wäre ich einen Block weiter geflogen, hätte ich das Wasser getroffen. Ach, da bist du ja. Hier. Und dann wäre nichts los gewesen. Lesepult und Bücher? Ja, oder? Genau. Wenn du Bücherregale abbaust, dann kriegst du Bücher. Ah, okay. Okay. Gab's noch was Tolles hier?
Nö. Also eigentlich halt wirklich nicht. Irgendwie ist das Dorf absolut kacke. Naja, ich hab zumindest Saatgut. Ja, okay. Aber, weiß ich nicht. Hallo. Oh, die Glocke. Warte, die Glocke muss ich mitnehmen. Musst du das? Ja, dann können... Ja. Ups. Mach doch deren Brunnen nicht kaputt. Ich bin da reingefallen. Ja. Hallo. Hast du denn Schönes? Ah. Nix. Für dich? Nix. Leih mir das mal aus, ne? Für dich gibt's nix. So. Hier ist nix weiter. Okay. Sind wir mal nicht auf beleidigt hier. Wer? Hier. Monsieur Villager. Warum? Ich habe mir nur sein Gerät ausgeliehen. Du hast ihm seinen Job weggenommen. Kann man es auch nennen? Du hast ihn arbeitslos gemacht. Wie soll er denn jetzt seine Kinder ernähren? Ich kann mich nicht um alles kümmern. Ey, Mitgefühl hier. Ist nicht mein Villager. Oh, hier ist auch noch ein Ofen. Mit. Gibt's hier? Nischt. Nix. Hallo. Au. Sag mal, was für Au? Oh, Höhle? Ich hab gar keinen. Warte mal, ich brauchst du mich fragen, ich habe nichts dabei. Picket, ich kann dir eine Eisenspitzhacke kann ich dir geben. Steinschaufel auch. Kann mir sonst auch schnell was machen, so ist nicht. Okay. Gucken, was es da so gibt. Bau mir einfach deren Baum. Ist jetzt meiner. Oh, Kohle, 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 Kohle. Und Kupfer. Oh Gott. Aber das Wichtigste. Erde. Ach, geh doch. Kruzifix. So. Warte, so. Die Erde kann weg, die Erde kann weg, die Erde kann weg. Einmal Erde behalte ich, der Ofen bleibt, Schmiedetisch bleibt, Tintenbeutel bleibt, Eier können weg, rote Betesamen bleiben, Zaun kann weg. Das kann weg, Kartoffeln, Weizenkörner können weg. Streber. Nö. 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 Ah, nee. Warte mal. Rechtsklick. Hoch. Danke. Oh, wow. Hat sich ja voll gelohnt. Ja, andere Seite. Andere Seite. Da,
Dann langsam, langsam. Genau, da. Da geht's runter. Ja, ja, ja. Sag das nein. Doch! Ach, das Ding war Bescheid. Ja, es gab ein kleines Problem, weil. Ah, ich sehe es, ja. Oh, Magma. Scheiße. Ja. Der hat mich nach unten gezogen. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Ah. Okay. So, okay, okay. Das nochmal. Problem ist, da war ein Creeper. So. Okay, ich bin da. Ja, ich auch. Hast du eine Fackel? Nein. Stadt. Kann ich die jetzt aber hier hinlegen? Ich hoffe, dass sie jetzt nicht ins... Ich halt nicht. Ach, du bist ja so wieder auf ultra hell, ne? Nee. Langweilig. Da ist ein Skelett. Da ist ein Creeper, da ist ein Creeper, da ist ein Creeper, da ist ein Creeper. Ja, hab ich gesehen. Ja. Bitte Skelett nicht abschießen. Wäre cool. Ich muss mir nämlich kurz was machen. Oh mein Gott. Au. Ich hab gesagt, nicht abschießen. Hab dich gehört. Ja, du, aber das Skelett anscheinend nicht. So. Mann. Bilder nach oben. Au! Aua. Oh, das hat nicht mal gereicht. Nein. Au. Das ist so eine... Komm die Treppe hoch. Oh. Oh, ganz viel Eisen. Ich muss kurz nach Hause. Ich muss mich kurz ausrüsten. Ja. Ansonsten würde er sterben. Ich muss mir gerade irgendwie eine Boden und eine Schutzmauer bauen. Weil Kohle und Eisen ist an der Decke. Ah. Ja. Und bevor der ganze Scheiß hier ins Wasser fällt. Mhm. So wie mein Heuballen gerade. Und sich danach vom Skelett runtergeschossen wurde. Wieso? Mhm. Ja, nee. Ein Bett hast du nicht bei, ne? Da hab ich bei. Hast du bei? Ja. Wollen wir sonst kurz schlafen? Warte. Warte, warte. Kurz Platz fürs Bett bauen. Ja, du, ich muss auch noch nach Hause laufen. Alles gut. Ich meine so gleich. Jo, ich liege. Hab das ja glücklicherweise aus dem Dorf geklaut. Au! Ja, ich hatte... Hat der mich gerade hier reingeschossen? Sag mal. Nee. Das ist, weil du nur einen Platz über dir hattest und du quasi nicht stehen konntest, deswegen bist du... Ach so! Ach, ich hab schon geschlafen, okay. Okay. Oh, Kupfer. Yippie. Eisen. Ich glaube, ich werde das Kupfer als Baumaterial benutzen.
Habe ich heute gelesen. Ja, ja. Habe ich gelesen, wenn du nicht möchtest, dass es grün anläuft, sollst du es mit Wachs beschmieren. Mhm. Dann oxidiert das nicht. Genau. Hallo, wenn ich Honig finde, habe ich anderes zu tun, als das auf meinen Kupfer raufzuschmieren. Ja, halt echt. So. Eisen. Aber ja. Kerzen bauen will ich damit auch nicht unbedingt. Ja, aber kann man doch essen, oder? Ist Honig in nicht Honig. Gute ja. Nahrung? Ja, ja. Doch, meine ich dann. Ich dachte gerade, du meinst die Kerzen. Du, wenn es dir schmeckt, hau rein, also. Nee. Eben seins, ne? Hab ich jetzt keine? Ich flipp hier gleich aus. Was ist denn du? Ah, ich hab kein Holz. Ah ja, wobei. Bringst du was mit? Hä? Bringst du was mit? Hast du kein Holz? Ich hab zwar Sticks, aber ich würde gerne... Da kann ich das mit dem Schmelzofen auch machen. Was denn? Eisenbarren. Ich weiß nicht, wie lange meine Picken noch halten. Das müsste mit dem Schmelzofen ja auch gehen, ne? Eigentlich schon, ja. Wenn mich nicht alles täuscht, dann ja. Ich kann dir aber was mitbringen. Ach ja, wegen der Werkbank. Na klar, deswegen brauche ich das Holz. So, jetzt weiß ich es auch wieder. Ja, eine Werkbank kann ich auch mitbringen. Ah, oder so. Die habe ich nämlich selber sowieso gerade. Also, wenn ich jetzt sterbe, heule ich, weil ich habe gerade unseren ganzen Eisenvorrat dabei. Bitte nicht. Ja, ich weiß, kann sich keiner anhören, aber... Ich bring das Eisen vorher weg. Wollte ich gerade sagen, das, Lass uns lieber das Eisen benutzen, was wir hier finden, wenn du was craften willst. Hm. Oh, die Kiste voll. Nein, mein Holz brauche ich. Ich nehme trotzdem ein bisschen Holz. Ja, ein bisschen, aber nicht deinen ganzen Vorrat. Nee, ein bisschen Holz nehme ich mit. Achso. Nee, Eisen habe ich weggepackt. Das? Nee. Ich habe auch schon überlegt. Erstmal so, falls ich halt im Moment keine Kohle finde oder so, dass ich halt erstmal ein paar Bäume fälle. Ich meine, wenn wir hier was haben, dann sind das Bäume. Und verbrennen. Und mir daraus Holzkohle mache, ja. Kannst ja aus. Ich glaube, Holzstämme kannst du Holzkohle machen. Wenn ich es mit Holz verbrenne. Stimmt. Ja, genau. Dann kannst Obwohl, du ich hab mir so viele Bäume angepflanzt. Ich mache jetzt schon. Ich benutze schon. Zu Hause benutze ich Holz als Feuermaterial. Oh. Kannst ja auch alle Holzsachen verbrennen. Ja, ja. Das weiß ich. Du kannst ja auch Lava-Eimer als. Brennmittel benutzen. Okay, das wusste ich nicht. Hält halt auch richtig lange. Echt? Okay, das wusste ich wirklich nicht. Ist halt ganz geil. So, das war halt nur ein bisschen kostspielig, weil das jedes Mal dann halt drei... Nein, nicht jedes Mal drei Eisen, aber halt, ne, für einen Eimer halt. Ist der Eimer denn auch weg, oder wie? Nee, den behältst du, deswegen... war das gerade ein bisschen... Ah, okay. Aber halt drei Eisen für einen Eimer, dann musst du noch eine Lavaquelle suchen. Und ja. Au. Au. Arschloch. Ja, willkommen an der Stelle, wo ich gestorben bin. Blöder Penner. So. Essen wir auch nett. Warte mal. Da wäre es jetzt gut, wenn wir den anderen Trade gehabt hätten vom Villager. Dann hätte ich nämlich ein paar Sparakte holen können und dann hätte ich uns was zu essen holen können. Hätte, Chloros hätte. Ich meine ja noch. Weil Essen sieht bei mir nämlich auch scheiße aus.
Ich habe auch nichts mehr. Ich habe hier ein paar Kartoffeln. Beete, Samen, Karotten. Und ich muss Karotten pflanzen, um Karotten zu kriegen, ne? Yes. Komm, dann machen wir also das ich mein, so. Kannst die Karotte, die du hast, kannst du jetzt essen, aber vier Stück hast du ja, okay. Hast du Knochen? Vier. Mach Knochenmehl, wachsen die schneller. Wenn du die jetzt okay, also ich kann im Schmelzofen keine Bratkartoffeln machen. Ja, dann ist das wirklich nur für... Schade. Für Erz. Was ist los? Essen, 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 essen. Wieder richtig gut vorbereitet, gar nicht. Ich vergesse immer, dass die Villager bei uns sind, ne? Also bei unserem Eingang. Hallo. Wo willst du Kohle? So. Was willst du? Reden. Nee. Bin ein bisschen zu kosten. Hallo. Komm her. Ja, los. Na komm. Ich weiß nicht. So. Manchmal. Jump mal kurz zurück ins Dorf. Da war doch ein Feld. Ja. Nein, erst ein Feld. Du hast auf dem Marktplatz hast du nur Hühner, ne? Hingepackt? Ja. Töten darf? Ja. Dann müsste auch ein Huhn über sein. Oh. Wieso bin ich denn so dumm? Füttert man Hühner mit Weizen oder Weizensamen? Körner. Also Samen. Ja, dann bin ich ja richtig doof. Ich stelle nicht schwer drauf. Ich fütter die einfach, lass die paaren und dann ist gut. Ja, du kannst auch einfach zu mir aufs Feld gehen und ein paar Rinder killen. Ja, wenn du richtig smart bist. Ich bin ja eh gerade bei mir. Knochenmehl. Also wenn du was easy bekommst, dann sind das Weizensamen. Ja, das stimmt. Dafür wächst genug Gras überall. Zwar Rohrkartoffeln, aber bessert gar nichts. So. Ja, bei Kartoffeln ist es nicht so schlimm. Bei Hühnerfleisch und so kann es halt sein, dass du dich vergiftest. Ja. Ach, hier ist doch eine Kuh. Hier sind zwei Kühe. Oh, habe ich Weizen mit? Nee, ich habe kein Weizen mit. Ach, schade, das wäre jetzt natürlich... Das wäre es jetzt gewesen. Ja, tut mir leid. Ein bisschen, zumindest. Ah, okay. Neben mir ist gerade ein Zombie zu einem Ertrunkenen geworden. Wieso habe ich keine Axt? Das weiß ich. Ich hab keine. Hast du ein Bett in der Nähe? Ich bin am Marktplatz, also ich kann schlafen. Ja. Warte. Oh, es ist noch nicht ganz ja. Nacht. Immer noch nicht. Ach, komm schon. Okay, ich liege. Ich laufe. Ja, wo laufen's denn? Jo mai. Ja, ich laufe ja ein bisschen langsamer, ne?
Immer noch? Ja. Scheiße. Okay. Meine ganz kurze Frage, ja? Ja. Bei Metzger. Hast du da einen Keller gebaut? Nein. Ich kann nicht schlafen, weil Monster in der Nähe sind jetzt. Sicher? Ja. Bei diesem Gasthaus. Ja, das ist nur die Küche. Ja. Und der Metzger, aber kein Keller. Ja. Weil hier eine Treppe runter geht und in diesem Ding ein Creeper drin war. What? Ja. Metzger? Doch, natürlich! Ja, an der Seite geht eine Treppe runter, klar. Mhm. Da war ein Creeper drin. Mhm. Oh. Betonung liegt auf wahr. Der hat Bumm gemacht. Nein. Hab ich vergessen auszuleuchten? Yes. Ja, kümmern wir uns dann drum, wenn es soweit ist. Doch nie langweilig. Nee, warum auch? Ich wollte jetzt den Baum kaputt machen, damit ich mir eine Werkbank machen kann, damit ich mir einen Ofen machen kann. Und dann kann ich das Fleisch braten. So. Ich fälle einen Baum mit einem Apfel. Alles klar. Ja, hat doch was. So. Bitte mit, danke. Haben wir. Dann machen wir daraus jetzt das und daraus machen wir das. Den geben wir rein. Den Baum pflanzen wir. Also wenn du wiederkommst, kannst du ja mal auf dem Feld gucken. Wahrscheinlich könnten da noch ein paar Karotten liegen. Mhm. Oh, ich habe alle Kartoffeln gegessen. Oh, ich bin so hohl, ey. Oh Gott, ich bin so hohl, Alter. Oh, nee. So, ich hab's dann mal repariert, ne? So. Kann immer noch nicht. Nimm dir ein Bett mit, wenn du eh schon... Was bin ich denn hier? Ja, ein Bett hätte eigentlich was, ne? Mhm. Geh da hoch. Das ist dein Ernst, Dominik? Da liegt eine Werkbank. Neben dem Heuball. Oh, stimmt! Ich hab da ja eine Werkbank hingepackt. Oh, ich flipp aus. Mann. Ja, ist in Ordnung. Möglicherweise. So, Ofen. Wir haben 5 Fleisch. Lass dir 2 drin. Dann kannst du dich voll fressen, hätte ich fast gesagt. So. Dup. Huch. Ja. Oh, das sieht doch gut aus. Was brauchst du eigentlich so? Jetzt, Werkbank und steht ja alles. Alles gut. War schon. Ging auch nur um die Werkbank. Okay. Und ein bisschen, ich habe den einen Baum gefällt, also ein bisschen Holz habe ich. Okay. Sticks habe ich auch für Fackeln. Ja.
Okay. Na, dann, ja. Falls wir was brauchen, ich habe ein bisschen was dabei. Ein bisschen. So, lass mal kurz gucken. Das Skelett geht in die Richtung. Dann buddeln wir uns mal da oben dem Idioten mal entgegen. Naja, ich habe halt vorhin, als ich noch zu Hause war, habe ich ja ein paar Bäume gefällt. Ja, eventuell habe ich 78 Baumstämme. Alter! Das geht mit einer Eisenachse echt schnell. Ja. Yeah. Und da wir sowieso 3 Trilliarden Bäume bei uns haben. Mal sehen, ob wir jetzt das Skelett hier ein bisschen umgehen können. Oh, ich hätte mir noch ein Schild machen können. Oh, dumm. Wollte ich gerade fragen. Was ist denn das jetzt? Ich habe kein Eisen mitgenommen. Soll irgendwo ein Ausgang sein. Lauf doch. Achso, wenn ich jetzt springe, schaffe ich das? Finden wir es raus? Ja. Das wäre jetzt richtig bitter geworden und danach hätte ich das Spiel auch ausgemacht, wenn ich gestorben wäre. Hier deinen Namen, Balken. Hey, hier muss doch irgendwo, muss es doch jetzt rausgehen. Wo ist denn das Skelett? Erstmal werde ich meine Sachen. So schlecht kann doch meine Orientierung nicht sein. Also ich weiß, dass sie schlecht ist, aber... Vor allen Dingen, wo bist du? Hier oben. Ah, lol. In der Zwischenebene. Da ist so eine Treppe nach oben. Ich habe hier oben die Kohle und so abgebaut. So. Aber... Wo ist das Skelett? Weiß ich nicht. Das weg. Sicher? Hier ist es nicht. Ich bin vorhin ein bisschen rumgeschwommen, da bin ich gleich beschossen worden. Oh, jetzt ist die Werkbank auch noch runtergefallen. Läuft bei dir heute. Mega. Ah, da ist die Treppe. Okay, ich bin zu doof. Keine Ahnung. Ich wollte eigentlich um die Schlucht rum, aber irgendwie... Ich muss weiter runter, ne? Ja. So witzig, wenn wir beide graben jetzt an verschiedenen Stellen und nachher treffen wir uns. Einfach nur gut. Also auf jeden Fall habe ich schon mal Eisen, das ist schon mal gut. Das ist gut. Ich habe nichts. Auch nicht verkehrt im Mund. Und das war meine... Natürlich. Hast du das Fleisch aus dem Ofen?